Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 3. August 2024. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Der CDU-Generalsekretär möchte zurück in Kaiser Wilhelms Zeit. Das Kind reicher Eltern kann sich in bester Marie-Antoinette-Tradition nicht vorstellen, wie es ist, ganz unten in dieser kapitalistischen Oligarchie sein Dasein fristen zu müssen. Die Tagesschau berichtet. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich dafür ausgesprochen, mehr als 100.000 Menschen das Bürgergeld komplett zu streichen. Die Statistik legt nahe, dass eine sechsstellige Zahl von Personen grundsätzlich nicht bereit ist, eine Arbeit anzunehmen, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn jemand grundsätzlich nicht bereit ist, Arbeit anzunehmen, muss der Staat davon ausgehen, dass derjenige nicht bedürftig ist. Leistungskürzungen um 10, 20 oder 30% reichten da nicht, so der Politiker. Da muss die Grundsicherung komplett gestrichen werden. Linnemann bezog auch ukrainische Flüchtlinge, die Bürgergeld beziehen, mit ein. Brechschale bereithalten. Die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit. Aber wenn es eine Leistung gibt, ist sie mit einer Gegenleistung verbunden. Dazu zählt, eine Arbeit aufzunehmen. Hier fehlten ganz klar entsprechende Anreize, wie zum Beispiel die Abschiebung an die Front, Herr Linnemann. So viel zur angeblichen Ukraine-Solidarität. Ausnahmen sieht er bei Alleinerziehenden oder Menschen, die Angehörige pflegen. Bereits im November 2019 hatte das Bundesverfassungsgericht allerdings entschieden, dass eine Kürzung von 100% nicht zulässig ist. Um das vom Grundgesetz geschützte Existenzminimum zu sichern, dürfen die Sanktionen nicht zu weit gehen. Kürzungen in Höhe von 30% seien vertretbar, 60% oder 100% aber nicht. Im März teilte die Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage von Tagesschau.de mit, dass man keine genauen Zahlen zu Totalverweigerern habe. Statistisch erfasst werde aber der Minderungsgrund, Verweigerung, Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses, bei dem auch Weiterbildungen und Qualifikationen berücksichtigt werden. Dabei zeigt sich, dass es in den ersten 11 Monaten des Jahres 2023 insgesamt 13.838 Fälle gab. Das liegt weit unter der von Linnemann genannten sechsstelligen Zahl an Menschen, die grundsätzlich nicht bereit sei zu arbeiten. In der SPD stießen Linnemanns Aussagen auf Kritik. Den arbeitenden Menschen in Deutschland hilft ganz sicher nicht, Bürgergeldempfänger in einer willkürlich gegriffenen Größenordnung als faul zu diffamieren und mit einer verfassungswidrigen kompletten Streichung der Leistung zu drohen, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt der Funke-Zeitungen. Schmidt erinnerte daran, dass die Union das Bürgergeld im Bundestag aus guten fachpolitischen Gründen gemeinsam mit uns beschlossen habe. Zuletzt sei sie allerdings ausnahmslos durch populistische Zwischenrufe aufgefallen. Die Bundesregierung will mit schärferen Regeln mehr Bezieher von Bürgergeld zur Aufnahme einer Arbeit bewegen. Ich würde sagen zwingen. So soll künftig ein längerer Weg zur Arbeit zumutbar sein. Das Ablehnen einer zumutbaren Arbeit mit erhöhten Leistungskürzungen geahndet werden und auch Schwarzarbeit zu Kürzungen führen. Wer entscheidet, was zumutbar ist? Deutschland asozial, das bestätigt sich immer wieder. Dem Reichsten 1%, den Allerwertesten vergolden, aber bei den Ärmsten der Armen sparen. Linnemann betonte auch, die Union wolle nicht um jeden Preis nach der nächsten Bundestagswahl regieren. Bei dieser Wahl wird es auf die Inhalte ankommen, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Davon machen wir auch eine Regierungsbeteiligung in der nächsten Legislaturperiode abhängig, erklärte er. Seine Partei müsse so stark werden, dass sie ihre Inhalte durchsetzen könne. Klingt nach einem Auftrag, die Union möglichst so schwach zu machen, dass sie gar nichts mehr zu vermelden hat. Mein Vorschlag für Typen wie Linnemann: Rosskur zum Realitätsabgleich. Alle Privilegien streichen und ihn mal für ein halbes Jahr das Leben der Ärmsten der Armen leben lassen, damit das verwöhnte reiche Bürgerkind mal wach wird und nicht in populistische Bild-Zeitungsmanier an die niedersten Instinkte bei der arbeitenden Bevölkerung appelliert. Über die Absage des Werbefeldzugs der ukrainischen neofaschistischen Azov-Brigade in Deutschland aufgrund massiv angekündigten Widerstand wirklich linker Gruppen berichtet die Berliner Zeitung.
Die Werbeveranstaltung der 3. Sturmbrigade des ukrainischen Azov-Regiments wurde von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt. Das teilte die Brigade auf ihrem Telegram-Kanal mit. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte auf Anfrage der Berliner Zeitung die Terminabsage im Berliner Osten. Ursprünglich sollten nämlich Soldaten des Azov-Bataillons im Hotel Continental in der Elsenstraße ein informelles Treffen mit Kriegern von der Front anbieten und über die intensiven Kämpfe entlang der Donbass-Front referieren. Auf digitalen Werbepostern warben die Ukrainer auch dafür, dass man sich ihrer Einheit anschließen oder anderweitig unterstützen könne. Bei dem Termin sollten Soldaten teilnehmen, die in den Schlachten um Bachmut, Avdijewka und Charkow kämpfen. Sie erzählen dir alles über ihren Dienst und die epischen Geschichten von der Front, ganz ohne Zensur, heißt es in einem Werbeaufruf auf Ukrainisch. Die Werbeveranstaltung rief jedoch massiven Protest hervor. Mehrere linke Gruppen und Organisationen kritisierten den Termin, da die ukrainische Einheit rechtsextreme und faschistische Traditionen pflegten und deren Anführer ein Neonazi sein soll. Wir finden diese Schaustellung von Militarismus und Faschismus unerträglich und sie ist auch nicht durch Putins Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen, heißt es in den Demoaufrufen der linken Szene. Auch der Landesverband des Bündnisses Sarah Wagenknecht forderte in einer Pressemitteilung vom Mittwoch die Absage der Veranstaltung. Dass in Berlin eine solche kriegsverherrlichende Veranstaltung stattfinden kann, zumal von einer offen rechtsextremen Organisation, die sich historisch auf den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera bezieht, ist ein unglaublicher Skandal, so das BSW. Die Gegenproteste wolle man unterstützen. Doch auch die Protestkundgebungen wurden laut Berliner Polizei nun abgesagt. Die 3. Sturmbrigade des Azov-Regiments teilte auf Telegram wiederum mit, man könne nicht die Sicherheit der Teilnehmer garantieren, deshalb die kurzfristige Absage. Der Berliner Werbetermin für die ukrainischen Soldaten sollte ein Zwischenstopp einer europaweiten Tournee werden. So waren Veranstaltungen in Hamburg, Rotterdam, Köln oder Brüssel geplant. Allerdings wurden auch diese Treffen insgesamt alle abgesagt. Allein an den Veranstaltungen bezeichnenderweise in Prag und Vilnius hielten die Ukrainer fest. Die Tour spricht insbesondere Exil-Ukrainer an, die angekündigte Veranstaltungssprache war nämlich ukrainisch. Das Azov-Regiment erhoffte sich damit, dass in der EU lebende Ukrainer sich dem Kampf gegen Russland anschließen würden. Zu Beginn des vergangenen Jahres entstand die Brigade durch die Fusion unterschiedlicher Kampfeinheiten aus dem berüchtigten Azov-Bataillon. Diese Einheit gründete sich schon kurz nach den Maidan-Protesten 2014, um gegen Russland und pro-russische Kollaborateure in der Ostukraine zu kämpfen. Die Azov-Krieger stellten offen ihre faschistische Symbolik zur Schau und gelten mit der europaweiten Neonazi-Szene als gut vernetzt. So hat ein ukrainischer Soldat des Azov-Regiments während der europaweiten Werbetour das Konzentrationslager in Auschwitz besucht. Auf dem Gelände des Vernichtungslagers trug der Mann ein T-Shirt der Band M818TH, einer rechtsextremen Heavy-Metal-Band, die in Russland gegründet wurde und ab 2014 hauptsächlich in der Ukraine aktiv war. Im alten Logo der Gruppe ist neben einem umgedrehten Kreuz auch ein stilisiertes Hakenkreuz zu sehen. Die beiden Achten im Bandnamen zeigen eine 88, eine Abkürzung für Heil Hitler und bekannter Code der extremen Rechten. Eine sogenannte Expertin rät zum Angriff auf Russland und fühlt sich dann missverstanden. RT Deutsch berichtet. Vornehmlich in den sozialen Medien machte ein Satz von Claudia Major, einer sogenannten Sicherheitsexpertin, die Runde und sorgte für Empörung. Die Reaktion der Major folgte auf X, wo sie zum Besten gab, missverstanden worden zu sein. Das hält einer Überprüfung kaum stand. Stein des Anstoßes war vermutlich die Parallele zwischen Majors These und Hitlers Begründung für einen Angriffskrieg gegen die damalige Sowjetunion, die der Beitrag auf YouTube enthält. Im Handelsblatt hatte Major eine Kolumne verfasst, die folgenden Absatz beinhaltete. So hart es klingt, im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können, und um russische Militärziele zu zerstören wie Kommandozentralen. Zuvor hatte Major ausführlich dargelegt, warum die Stationierung US-amerikanischer Langstreckenwaffen eine gute Idee sei und wie wichtig diese für Europas Sicherheit wären. Der hier zitierte Satz sorgte im Netz für Aufregung. Er implizierte, dass
Er impliziere, dass Major einen Angriff auf Russland fordere, mindestens aber befürworte. Das sehen Major und eine große Fangruppe natürlich gänzlich anders. In deren Wahrnehmung habe Russland in Majors Szenario bereits Deutschland angegriffen, das seinerzeit mit Gegenschlägen reagieren würde. Die Formulierung eines präventiven Angriffs, die Major selbst tatsächlich nicht verwendet hat, machte die Runde. Was Major meint, ist ein aktives Eingreifen der NATO als Kriegspartei und zwar über die Ukraine hinausgehend. Man muss schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um den zitierten Absatz anders zu interpretieren. Zum einen betont Major, dass die Ukraine in der Lage sein müsse, tief ins russische Hinterland einzudringen. Sie schreibt dann aber auch, dass es nicht ausreiche, sich mit Flugabwehrsystemen zu schützen. Und das bezieht sie eindeutig auf NATO-Staaten. Wenn sie schreibt, im Ernstfall müssen NATO-Staaten auch selbst angreifen können, zum Beispiel um russische Raketenfähigkeiten zu vernichten, bevor diese NATO-Gebiet angreifen können und um russische Militärziele zu zerstören wie Kommandozentralen. Impliziert das, dass ein Angriff auf Russland erfolgt, bevor dieses angreift und selbst angreifen können, ist eindeutig keine defensive Formulierung, denn es unterstellt einen initiierten Angriff keinen auf Verteidigungsgrundlage. Doch das sind letztlich Spitzfindigkeiten. Major verrät sich mit einer ganz anderen Aussage. Sie beginnt ihren Absatz mit den Worten, so hart es klingt. Was klingt hart? Dass man sich im Falle eines Angriffs verteidigen muss, notfalls auch mit eigenen Angriffen innerhalb des Krieges? Nein, das wäre nicht hart, sondern die Folge eines Krieges und seiner Ereignisse. So hart es klingt, meint genau das, was all die Kritiker in Majors Kolumne hereingelegt haben. Die Idee, Russland präventiv anzugreifen. Die Vorstellung, nicht auf einen Angriff zu reagieren, sondern auch schon vorher die Waffen sprechen zu lassen, klingt in der Tat hart. Im Falle eines echten Verteidigungsansatzes hätte Major nicht betonen müssen, dass ihre Empfehlung hart sei. Das gilt nur für den eigenen Angriff, also den Erstschlag. Als Mitglied der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP ist Major im Übrigen keine unabhängige Sicherheitsexpertin, wie uns immer wieder erklärt wird. Sie ist vielmehr eine staatlich üppig finanzierte, ausgestattete Propagandistin. Zur Finanzierung des SWP findet man auf deren Website folgende Angaben. Für die Erfüllung ihres Satzungszwecks erhält die SWP eine institutionelle Zuwendung, die durch den Deutschen Bundestag beschlossen und aus dem Haushalt des Bundeskanzleramtes gezahlt wird. Die Zuwendung erfolgt auf der Grundlage eines jährlich von der SWP zu erstellenden Wirtschaftsplans. Es folgen internationale Meldungen. Maduro siegt. Über den Wahlsieg Nicolas Maduros bei den venezolanischen Präsidentschaftswahlen berichtet die Junge Welt. Nicolas Maduro ist am Sonntag als Staatschef Venezuelas für eine weitere insgesamt dritte sechsjährige Amtszeit wiedergewählt worden. Für viele bedeutet das die Kontinuität der bolivarischen Revolution, trotz allem, was sich an der Situation in Venezuela aussetzen ließe. Einige Minuten nach Mitternacht gab der Präsident des Nationalen Wahlrats CNE, Elvis Amoroso, die Wahlergebnisse bekannt. Nach Auszählung von 80% der Stimmen gäbe es demnach eine unumkehrbare Tendenz. Nicolas Maduro habe mit 51,2% der Stimmen gewonnen. 5.150.092 Wähler entspricht. An zweiter Stelle stehe mit 4.445.978 Wählern, also 44,2% der Stimmen, der Kandidat Edmundo González Urrutia. Maduro wurde von seiner Vereinigten Sozialistischen Partei Venezuelas, PSUV, und 12 weiteren Parteien unterstützt. González vertrat 3 Oppositionsparteien. Die weiteren 8 Kandidaten hätten mit 462.704 Wählern nur 4,6% der Stimmen erreicht. Die Wahlbeteiligung habe bei 59% gelegen. Etwas mehr als 21,6 Millionen Wähler waren zum Urnengang in Venezuela berechtigt. Über 69.000 Venezolaner durften im Ausland wählen. An den Präsidentschaftswahlen haben zahlreiche internationale Beobachter und Begleiter teilgenommen. Unter ihnen das US-amerikanische Carter Center und eine Expertendelegation der UNO. Vor den mehr als 15.000 Wahllokalen, die Sonntagmorgen um 6 Uhr für die Wähler geöffnet wurden, waren lange Schlangen zu sehen. Die Stimmung war meist friedlich. Das war auch über zahlreiche venezolanische Fernseh- und Radiosender zu vernehmen, die den ganzen Tag lang landesweit über den Wahlprozess berichteten. Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr musste die Auszählung unter dem Beisang von Zeugen
der verschiedenen Parteien erfolgen. Die Zeit bis zum Verkünden der Wahlergebnisse verging in großer Anspannung. Tausende Sympathisanten Maduros begaben sich in der Hauptstadt Caracas zum Präsidentensitz Miraflores und ins Stadtzentrum, wo eine Bühne aufgebaut worden war, um den auch auf den Sonntag fallenden 70. Geburtstag des 2013 verstorbenen Hugo Chavez, des Anführers der Bolivarischen Revolution, zu feiern. In einigen Stadtteilen von Caracas waren Cacerolazos zu hören, Oppositionsanhänger, die laut auf Töpfe schlugen, um ihren Protest auszudrücken. Die Frontfrau des rechten politischen Lagers, dem Edmundo González angehört, die US-nahe Maria Corina Machado, rief ihre Bewegung mehrmals dazu auf, in den Wahllokalen zu bleiben, bis die Auszählung komplett durchgeführt worden sei. Die der venezolanischen Oligarchie angehörende Machado war unter anderem wegen Steuerhinterziehung als Kandidatin nicht zu den Wahlen zugelassen worden. González war ihr Ersatz. Als der Präsident der Wahlbehörde dann die Wahlergebnisse verkündete, erklärte er, diese hätten sich verspätet, weil eine Attacke gegen das automatisierte Wahlsystem versucht worden sei. Diese habe man vereitelt und vor der Generalstaatsanwaltschaft eine Ermittlung beantragt. In seiner ersten Rede nach den Ergebnissen sagte Maduro vor der Menschenmenge in Caracas, sie haben es nicht geschafft mit den Sanktionen, sie haben es nicht geschafft mit den Aggressionen, sie haben es nicht geschafft mit den Drohungen, sie haben es nicht geschafft und sie werden es nie schaffen, gegen die Würde des venezolanischen Volkes zu siegen. An anderer Stelle schreibt das Blatt, Amerikas Rechte schäumt vor Wut und Enttäuschung über den Wahlsieg von Nicolas Maduro in Venezuela. Teile der dortigen Opposition und deren Unterstützer setzen nun alles daran, um dessen Amtsantritt im Januar noch zu verhindern. Als erster hatte Argentiniens Staatschef Javier Milei bereits während der Auszählung zu einem Militärputsch aufgerufen. Auch die USA, die seit 1999 vergeblich versuchen, das von Hugo Chavez initiierte Projekt der Bolivarischen Revolution zu zerstören, geben sich noch nicht geschlagen. US-Außenminister Antony Blinken äußerte zunächst ernste Bedenken. Wenig später titelte die in Miami erscheinende Tageszeitung Nuevo Herald, die USA befürchten Gewalt nach Maduros Wahlsieg in Venezuela. Maduro warnte daraufhin am Montag vor einem faschistischen und konterrevolutionären Staatsstreich, der darauf abziele, eine Parallelregierung zu errichten, wie sie einst vom ehemaligen Abgeordneten Juan Guaido angeführt wurde. Das Drehbuch dafür ist bereits seit längerem geschrieben. Gut zwei Wochen vor den Wahlen hatten die US-Medien wie der Nuevo Herald Umfragen veröffentlicht, die eine Zweidrittelmehrheit für den Kandidaten des rechten Oppositionsbündnisses Edmundo González Urrutia voraussagten. Dieser fungierte als Ersatzkandidat für die ultrarechte Vertreterin der Oligarchie Maria Corina Machado, die wegen Steuerhinterziehung nicht selbst kandidieren durfte, im Hintergrund aber trotzdem die Fäden zog. Wir haben gewonnen, erklärte sie schon vor Bekanntgabe der ersten Ergebnisse und berief sich unter anderem auf eine Nachwahlbefragung der US-Firma Edison Research, auf der González knapp 70% gekommen sei. Obwohl die Washington Post bereits 2020 wegen erheblicher Mängel vor den Exit-Polls dieses Unternehmens gewarnt hatte. Ihre Gefolgsleute würden deshalb in den nächsten Tagen Aktionen zum Schutz der Wahrheit und des Volkswillens durchführen, kündigte sie an. Noch am selben Tag waren in einigen Stadtteilen von Caracas die aus dem Putsch gegen Salvador Allende in Chile bekannten Cacerolazos zu hören, bei denen Oppositionsanhänger als Zeichen des Protestes auf Töpfe schlagen. Zur Untermauerung ihrer Vorwürfe forderte die Rechtspolitikerin eine transparente Auszählung sowie Zugang zu allen Wahlakten, die der Opposition teilweise verwehrt worden seien. Dieser Forderung schlossen sich Vertreter der USA, aber auch der EU, der Vereinten Nationen sowie mehrere lateinamerikanische Regierungen an. US-Beamte hatten schon seit Tagen die Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Maduro versucht, die Wahlen zu fälschen, skandierte das Leitmedium der Contras in Miami, der Nuevo Herald. Tatsächlich hatte der Präsident des Nationalen Wahlrates CNE, Elvis Amoroso, in der Nacht zum Montag eine verspätete Bekanntgabe der Ergebnisse mit einem Hackerangriff auf das Wahlsystem begründet. Dennoch sei die Wahl transparent gelaufen.
und die Ergebnisse seien glaubwürdig, meint der Politikwissenschaftler Martin Pulgar in einem RT-Interview. Da zusätzlich zur elektronischen Stimmabgabe Kontrollausdrucke auf Papier existieren, sind Fälschungen praktisch ausgeschlossen und eine Überprüfung möglich. Am Montagnachmittag kündigte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab an, dass der CNE alle Ergebnisse und Protokolle der Präsidentschaftswahlen bald auf seiner Website im Internet veröffentlichen werde. Er hoffe, dass dies den Unstimmigkeiten im Prozess ein Ende setzen und Zweifel beseitigen werde. Ermittlungen seiner Behörde hätten ergeben, dass der Computerangriff auf das Datenübertragungssystem des CNE von Nordmazedonien aus durchgeführt worden sei und darauf abzielte, Daten zu manipulieren, die beim CNE empfangen wurden. Nach bisher vorliegenden Informationen seien daran Lester Toledo, Leopoldo Lopez und Maria Corina Machado beteiligt gewesen, erklärte der Staatsanwalt. Toledo und Lopez, die in Venezuela wegen diverser Vergehen verurteilt wurden, hatten sich beide auf der Flucht vor der Justiz nach Spanien abgesetzt. Diese Aktion wurde gestoppt, sie wurde verhindert, aber es gelang ihnen, die Übertragung zu unterbrechen und zu verlangsamen. Allerdings wollten sie nicht nur das, sondern auch die Übertragungsprotokolle des Systems verfälschen, so Saab. Neues aus Butscha. Mittlerweile gilt es als sicher belegt, dass es sich bei den Bildern aus Butscha um eine Inszenierung handelte, bei der insbesondere auch Kollaborateure und russische Soldaten unter die Toten drapiert wurden, was später peinlichst verpixelt wurde, um Spuren zu verwischen. Der Fall eines in Tschechien angeklagten illegalen Söldners bringt nun etwas mehr Licht ins Dunkle Butschas und könnte zur Klärung beitragen, wer die Toten waren, die dort so eilig weggepixelt wurden. Die tschechische Zeitung Seznam Zbravy berichtet. Das Stadtgericht in Prag hat begonnen, sich mit dem Fall eines Mannes zu befassen, dem in der Anklageschrift illegaler Dienst in der ukrainischen Armee und Plünderungen am Ort militärischer Operationen vorgeworfen wird. Laut Staatsanwalt Martin Bille diente der 27-jährige Philipp Siemann Ende März 2022 als Soldat im ukrainischen Freiwilligenbataillon Karpatska Sych, das von der faschistischen Swoboda-Partei gegründet worden war. Gleichzeitig hatte er keine Erlaubnis des Präsidenten der Republik, in einer ausländischen Armee zu kämpfen. Er absolvierte eine Grundausbildung im Land, er wurde dort bewaffnet. Bille erklärte, warum Siemann immer noch in Haft ist. Es besteht der begründete Verdacht, dass er fliehen könnte, sagt Bille. Der junge Mann zeigte sich vor Gericht zuversichtlich und beschloss, auszusagen. Auf Wunsch der Richterin Hanna Krestinova schilderte er zunächst seine Lebensgeschichte. Als der Krieg in der Ukraine begann, bin ich dorthin gegangen, sagte er. Er bestritt jemals als Auftragnehmer gehandelt zu haben, was er zuvor in einem Interview mit Seznam Zbravy angegeben hatte. Auf die Frage des Richters, warum er diese Information erfunden habe, sagte der Angeklagte, dass es ihm nach seiner Rückkehr aus ukrainischem Territorium psychisch nicht gut gehe. Er viel Alkohol getrunken habe und familiäre Beziehungsprobleme habe. Ich wollte interessant sein, fügte er hinzu. Mit seinem Bataillon hatte Philipp Siemann nach seinen Worten die Aufgabe, alles Wertvolle aus den betroffenen Gebieten zu holen und ins Hauptquartier zurückzubringen. Wir waren das Gesetz, das haben sie uns gesagt, sagte der Mann und fügte hinzu, es gehe darum, so viele Informationen wie möglich zu finden. Wir haben alles gesucht, Elektronik, Dokumente, handgeschriebene Tagebücher, Truppenabzeichen. Der Soldat erzählte dann unter anderem davon, dass er angewiesen worden sei, gefallenen Ukrainern Dinge abzunehmen, damit sie nicht in die Hände der Russen fallen. Der Aussage zufolge war Siman auch Henker im freiwilligen bewaffneten Bataillon. Wir waren Polizei. Wir waren das Gericht und wir waren das Erschießungskommando, wenn es darauf ankam, fügte er hinzu. Eine Aussage, die noch aufhorchen lässt. Siman schilderte dem Richter, dass er traumatische Erlebnisse aus der Ukraine mitgenommen habe, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Mord oder Vergewaltigung gesehen habe. Bedenkt man, mit welcher Einheit Siman unterwegs war, kann man durchaus leicht ableiten, wer Mord oder Vergewaltigungen verübt haben mag. Siman fährt fort. Ich habe nicht verstanden, dass die Armee über alte Ausrüstung verfügte, aber die Freiwilligen über moderne. Ein Amerikaner, der gekommen sei, um, Zitat, zu helfen, sei innerhalb von 3 Tagen völlig verrückt geworden. Die Gerichte können ihn wegen Dienst in einer ausländischen Armee zu maximal 5 Jahren verurteilen. Ihm droht aber auch eine Ausnahmestrafe wegen Plünderung. Sinan bestätigte, aus verlassenen Häusern gestohlen zu haben, die er und seine Einheit von russischen Besatzungstruppen säubern wollten. Russland schützt nicht nach Westen.
Russland hat nach einem immer aggressiveren Auftreten der NATO nun begonnen, seine Armee gegen Westeuropa auszurichten. Der Deutschlandfunk berichtet. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer, sieht in der militärischen Aufrüstung Russlands eine gewachsende Gefahr. Es sei zu beobachten, dass die russische Armee Richtung Westen ausgerichtet werde, sagte Breuer der Sächsischen Zeitung. Sie stocke ihre Panzer Jahr für Jahr um 1000 bis 1500 auf. Die Bundeswehr verfüge über etwa 300 solcher Kettenfahrzeuge. Breuer warnte, in 5 bis 8 Jahren seien Moskaus Streitkräfte materiell und personell so ausgerüstet, dass ein Angriff auf NATO-Gebiet möglich wäre. Darauf müsse sich die Bundeswehr einstellen. Die neue Bedrohungssituation sei aber noch nicht überall angekommen. Was vielmehr dahinter steckt, in 5 bis 8 Jahren wird es für die NATO unmöglich sein, Russland glaubhaft weiter zu bedrohen. Deshalb drängt der Generalinspekteur auf weitere Militarisierung und Aufrüstung. Die Kriegsgefahr geht von solchen Leuten aus. Wir brauchen an fast allen Stellen der Republik neues Personal, das auf Frieden, Völkerverständigung, Abrüstung, Kommunikation und Handel statt auf Aggression, Drohung und Zündeleien setzt. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.